Machen wir Personal. Machen wir was? Lieferzeit. Ja. Yeah. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Business ganz einfach, die Show, wo wir euch die wirklich wichtigen Dinge in der Geschäftswelt erklären. Heute dachte ich mir, ist es mal interessant, jetzt wo wir auch wieder ins nächste Jahr kommen. Was ist so, sag mal, was sind die Top 3 Sachen, die man beachten muss, wenn man sich jetzt selbstständig machen möchte oder eben, sag ich mal, eine neue Firma gründen möchte? Was muss man beachten momentan? Also ich sag mal, in der momentanen Zeit, glaube ich, sind so die wichtigsten Punkte, die man beachten sollte. Wäre zum einen das Thema Mitarbeiter, also Personal zu finden, weil man sieht es ja immer häufiger und immer mehr, dass also immer mehr Unternehmen, gerade auch wenn man im Gastronomiebereich schaut, dass immer mehr Unternehmen zum Beispiel Teile vom Restaurant gar nicht öffnen, weil sie kein Personal haben. Also wenn man irgendwas machen will, wo man Personal braucht, sollte man sich frühzeitig darum kümmern, dass man auch gutes Personal hat. Ich glaube vor allem auch, wenn man was machen möchte, wo man wirklich sein Personal auch wirklich schulen muss, wo es jetzt nicht irgendein Job ist, der jeder leicht eintrainiert werden kann, sondern aber vielleicht auch etwas, wo du wirklich eine Schulung machen musst oder eine gewisse Ausbildung für brauchst, um also, die Sachen machen zu können. Also da wird es dann noch schwieriger. Also es ist wirklich so, ich sag mal, wenn ich jetzt jemanden brauche, der mit dem großen Hammer eine Wand einschlägt, da kann man auf Deutsch gesagt fast jeden nehmen, wenn er dicke Arme hat, kann er die Wand einschlagen. Brauche ich aber jemanden, der die Mauer wieder hochziehen muss, dann muss es halt schon ein bisschen qualifizierter sein. Also das sind sicherlich Punkte, die man heute wirklich mehr denn je berücksichtigen muss, dass man also gutes Personal kriegt, vielleicht auch in Verbindung mit, wo ich das Unternehmen platziere. Also wenn ich in irgendwo einen ländlichen Bereich gehe, wo es keine Leute mehr gibt, Mitarbeiter gibt, dann wird es schon wieder schwieriger. Ja. Also das sollte man sicherlich mit im Auge behalten. Ein zweiter Punkt ist das Thema Lieferzeiten. Ja. Also das ist ein ganz, ganz gravierender Punkt mittlerweile, den man eigentlich durch alle Branchen wie ein roter Faden sich durchzieht, dass also viele Lieferketten unterbrochen sind oder es zu Lieferschwierigkeiten kommt, dass man keine Komponenten bekommt. Also wenn ich ein Unternehmen machen will, wo ich damit dranhänge und ich starte ein neues Unternehmen und kann dann schon nicht gleich liefern. Also das ist das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann. Also sollte man versuchen, wenn man das Unternehmen startet, dass man die Komponenten mal, ich sag mal, Lager, was ja auch die ganzen Unternehmen abgeschafft haben, durch das Just-in-Time, was für mich schon immer der größte Schwachsinn war, den es überhaupt gibt. Aber das ist Ansichtssache, ich verurteile das, ist natürlich eine Liquiditätsfrage. Aber das sollte man sich überlegen, dass man sich eben gewisse oder wichtige Komponenten eben hinlegt, wenn man startet, dass man da nicht in Probleme gerät. Man eröffnet und kann dann gewisse nicht liefern, Dinge liefern. Also das ist, glaube ich, das Schlimmste. Ja. Und ich glaube, weil du gerade auch gesagt hast, dass die ganzen Firmen die Lagerhallen quasi abschaffen wollen, verbindet das ja quasi mit dem nächsten Punkt perfekt, und zwar die momentanen Energiekosten. Genau, also das ist das Thema Liquidität in Verbindung mit Energiekosten. Mhm. Also wenn ich jetzt heute sage, ich sag mal, wir haben ja jetzt auch gerade einen aktuellen Fall, wo wir auch überlegen, Unternehmen zu kaufen, wo ich aber dann sage, ich brauche erstmal die Energiekosten, weil das ist momentan ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich ein Unternehmen kaufe oder aufmache, da muss ich mir darüber im Klaren sein, wie hoch sind die Energiekosten. Und da die momentan wirklich einen ganz gravierenden Punkt ausmachen, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, ganz einfach gesagt, will ich heute eine Bäckerei aufmachen, kann man heute schon fast sagen, das ist fast unmöglich. Ja. Ja? Also da muss man sich schon dann genau überlegen, macht das momentan überhaupt Sinn? Wenn sich die Situation irgendwann mal wieder entspannen wird, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber sollte das der Fall sein, gut, dann ist es okay. Aber ich glaube, dass in den nächsten Jahren wird das uns weiterhin beschäftigen und das wird ein Riesenproblem werden. Ja. Also Leute, kurz und knackig, ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr drüber Bescheid. Diese drei Sachen müsst ihr wirklich beachten, wenn ihr euch selbstständig machen wollt oder eine Firma kaufen oder neu aufmachen oder was auch immer wollt. Vor allem im Jahr 2022 und 2023, weil es eben momentan, zumindest was wir aus persönlicher Erfahrung wirklich sehen, so die drei größten Probleme sind, die auf einen momentan zukommen. Das ist einfach so. Also Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was daraus gelernt und seid jetzt besser vorbereitet, wenn ihr euch selbstständig machen wollt.
Und ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr doch ein Like für das Video da lasst, ein Abo für den Kanal, teilt das Video mit euren Freunden. Wenn ihr welche Fragen haben solltet über dieses Thema oder irgendein anderes Thema, stellt sie uns gerne in den Kommentaren. Wir beantworten sie entweder dort oder wir machen ein separates Video draus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auch mal. That's why I'm like FD off the side. Real eyes, real lies, all those real lies. Meet me on the other side, them ones. I fucked up this verse, but I'm on one.